habe nicht vergessen, wo ich herkomme, denn es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Wenn ich all das nicht erlebt hätte, könnte ich das nicht tun, Sheriff for Kids. Was ist Sheriff for Kids? Sheriff for Kids bin ich. Ich bin für die Kinder da, ich bin für die Schulen da und ich bin für die Lehrer da. Den Lehrern möchte ich sagen, Empathie, auch für die Kinder, die aggressiv sind. Wie? Es ist nicht einfach. Doch ich kann euch zeigen, wie das funktioniert. In einem sozialen Brennpunkt aufzuwachsen, heißt nicht, dass du es nicht wert bist, gesehen zu werden. Ich freue mich so sehr, dass das hier gebaut wird für die Kinder. Zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Aber jetzt, ich finde es total klasse, weil genau das brauchen die Kids. Vor allem wird ihnen gezeigt, dass sie wahrgenommen werden. Weil wenn sowas gebaut wird, drehen die total durch. Hier entsteht Neues, ein ganz neues Jugendzentrum. Wundervoll, denn wie ich klein war, hätte ich das gerne gehabt. Neues entsteht, wenn man seinen Arsch hochkriegt. Ihr könnt alles erreichen, egal wo ihr herkommt und was ihr gemacht habt. Ihr müsst es nur wollen. Das ist wichtig. Vorbild sein, das ist auch ganz wichtig. Liebe Eltern, meldet euch bei mir. Traut euch. Ich zeige euch neue Wege auf für die Veränderung in euch selbst und für die Kinder. Es wird im April einen Tag geben, in dem ihr mich kennenlernen könnt. Ein Informationstag. Da gibt es ganz viel Infos. Ich freue mich auf euch. Ich liebe, was ich tue. Sheriff for Kids. Let's do it. War das gut? Einfach ist es nicht, denn man muss es wollen. Es nützt nichts, wenn man den Tag zur Nacht macht und die Nacht zum Tag macht und glaubt, dass irgendjemand vorbeikommt und dein Leben ändert. Du musst dein Leben selbst in die Hand nehmen.